Während der Bitcoin und der gesamte Kryptomarkt die gesamte Woche schon über relativ schwach dasteht, kündigte gestern Abend auch noch die US-Regierung an, Bitcoin im Wert von über 100 Millionen US-Dollar abzustoßen. Zudem hat auch der Kryptokreditgeber Celsius, der sich seit über einem Jahr in der Insolvenz befindet, jetzt mehr als 1 Milliarde US-Dollar in Form von Kryptowährungen innerhalb von 24 Stunden übertragen. Mit diesem potenziellen Abgabedruck beschäftigen wir uns im heutigen Video. Des Weiteren werfen wir auch einen Blick auf einige Analysen, wie es mit dem Grayscale Bitcoin Trust und dem daraus resultierenden Abgabedruck weitergehen könnte, und wir beschäftigen uns mit allgemeinen Bewegungen auf dem Altcoin-Markt. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Marktupdate. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und erstmal wünsche ich euch selbstverständlich einen wunderschönen Start ins Wochenende. An dieser Stelle kommen wir zu einem kurzen Marktupdate. Ich versuche das Ganze kurz und knackig zu halten. Interessant ist vor allem die Schlagzeile, die gestern Abend reinkam. Die US-Regierung kündigte nämlich an, Bitcoin im Wert von über 130 Millionen US-Dollar zu liquidieren. Dabei sprechen wir über knapp 3000 Bitcoin, die US-Regierung unter anderem vom Silk Road Hacker, allerdings auch von ehemaligen Agenten beschlagnahmt hatte. Insgesamt verfügt Washington über mehr als 200.000 Bitcoin im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar. Mit knapp 1% des gesamten Bitcoin-Supplies zählen sie zu den größten Hodlern, umgerechnet eben ungefähr einen Wert von 8,5 Milliarden Dollar. Von diesen knapp über 200.000 Bitcoin wollen sie jetzt 3.000 abstoßen, was definitiv nur ein kleiner Teil des Bestands ist, und so auch wenn wir über die Summen sprechen, ja, 130 Millionen US-Dollar klingen jetzt wirklich viel, wenn wir uns allerdings überlegen, dass Grayscale in den letzten Tagen zwischen 400 und 600 Millionen US-Dollar in Form von Bitcoin auf den Markt gebracht hat, da muss man sagen, die 130 Millionen der US-Regierung sollten hier keinen starken Abgabedruck auslösen, zumal diese Verkäufe meistens sowie auch die Verkäufe von Grayscale OTC stattfinden. Daher auf jeden Fall kein Grund zur Sorge, auch wenn es natürlich perfekt ins Marktsentiment passt. Erst der starke Abgabedruck aus dem GBTC, dann hat FTX eben knapp 1 Milliarde aus Grayscale Bitcoin Trust Aktien abgestoßen, Celsius sorgt durchgehend für einen Abgabedruck und jetzt kommt auch noch die US-Regierung, passt also ins aktuelle Marktsentiment. Aber Freunde, ihr kennt das Spiel, immer wenn der Gesamtmarkt besonders viel bärische Informationen erhält, ist es meistens eine Trendwende, und so sehen wir es eben auch in den letzten 24 bis 48 Stunden. Nachdem der Bitcoin vor einigen Tagen unter die Marke von 39.000 US-Dollar gerutscht ist, konnte er sich seitdem weiter durchkämpfen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme lancieren wir sogar schon wieder bei knapp 41.000 US-Dollar, dabei sahen wir einen massiven Anstieg innerhalb von 4 Stunden, und das darf man nicht vergessen, trotz des momentan massiven Abgabedruck. Dieser kommt eben beispielsweise auch von Celsius. Die letzten Tage habe ich immer mal wieder darüber berichtet, die haben mal hier 18.000 Ether an die Wallets von Coinbase Prime übertragen und so weiter. Jetzt kam gestern eine riesige Transaktion, so übertrugen sie knapp 459.000 Ether im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar an verschiedene zentrale Exchanges. Über 300.000 Ether wurden beispielsweise an die Coinbase Prime Einzahlungsadresse übertragen, 146.000 Ether an Paxos und 7.800 ETH an Falcon X. Die Coinbase Prime Einzahlungsadresse, die wir auch im Zusammenhang mit dem Grayscale Bitcoin Trust immer mal wieder ansprechen, ist übrigens die OTC-Adresse. Coinbase verfügt ja zum einen natürlich über die normale Handelsplattform, sie leiten allerdings auch einen der größten OTC-Desks, wo eben solche großen Transaktionen abgewickelt werden. Natürlich, wenn Celsius hier 300.000 ETH innerhalb von ein paar Minuten auf den Markt schmeißen würden, also über 0,5 Milliarden, dann würde es natürlich für einen massiven Abgabedruck sorgen. Über diesen OTC-Desk von Coinbase werden diese Bitcoin oder in diesem Fall jetzt beispielsweise die ETH allerdings unter OTC-Käufern aufgeteilt, sodass sich der Abgabedruck verteilt und eben nicht sofort spürbar im Markt wird. Trotzdem, natürlich handelt es sich hierbei um einen Abgabedruck. Seit dem 13. November, wie bereits schon vor wenigen Tagen berichtet, hat Celsius Stück für Stück immer mehr ETH auf den Markt geschmissen und vor allem eben OTC verkauft. Ja, diese OTC-Verkäufe sehen wir nicht direkt, doch im Allgemeinen drücken sie natürlich den Markt nach unten, weil vor allem eben auch das Angebot damit weiter ansteigt, also das Angebot, welches sich aktiv im Umlauf befindet. Zudem sollte man an dieser Stelle vielleicht noch einmal anmerken, Celsius verfügt auch aktuell noch über ETH, und zwar über nicht wenig. Wir reden von knapp 62.000 Ether im Wert von ca. 140 Millionen US-Dollar. Doch ja, diese 130, 140 Millionen US-Dollar sind natürlich kaum was im Vergleich zu den 1 Milliarde, die wir eben gestern in der Transaktion gesehen haben. Man könnte jetzt sagen, oh, das ist aber ziemlich negativ, aber diesen Deal haben wir eben jetzt hinter uns. Zudem hat beispielsweise Spot on Chain noch festgestellt, dass
nachdem diese Übertragung von Celsius an die Coinbase Prime Einzahlungsadresse stattgefunden hat, ETH im Wert von mehr als 660 Millionen US-Dollar sofort wieder ausgezahlt wurden. Insgesamt gab es hier 12 verschiedene Adressen, die eben diese Bestände aufgesammelt haben. Es deutet also darauf hin, als ob Celsius hier einen Deal mit anderen OTC-Marktteilnehmern geschlossen hat, dann eben die ETH übertragen hat und diese Marktteilnehmer haben dann diese ETH aufgesammelt und eben in die eigenen Bestände gebracht. Also es wurde quasi dieser große Batzen ETH an Coinbase Prime übertragen und von dort aus dann an 12 einzelne Wallets, was eben darauf hindeutet, dass im Hintergrund ein OTC-Geschäft stattgefunden hat und wir sehen ja auch nicht direkt im Kurs hier einen sofortigen massiven Abgabedruck. Das ist also hierbei eine mehr oder weniger schlechte Nachricht. Ich finde sie sogar teilweise eher positiv. Wie gesagt, der Abgabedruck von der US-Regierung ist vernachlässigbar. 130 Millionen, 140 Millionen ist wirklich nichts. Aber man muss natürlich im Hinterkopf behalten, sie verfügen noch über mehr als 200.000 Bitcoin. Wenn wir uns die Celsius-Geschichte anschauen, 1 Milliarde ETH jetzt verkauft. Auch dieser Druck ist von unseren Schultern gefallen. Wir sahen vor wenigen Tagen, dass FTX die Grayscale Bitcoin Trust Aktien im Wert von knapp 1 Milliarde US-Dollar abgestoßen hat. Das sind alles sehr negative Sachen, doch die liegen eben in der Vergangenheit. Diese ganzen großen Lasten auf unseren Schultern fallen gerade runter und ich persönlich bin der Meinung, je mehr wir von dieser Geschichte hinter uns bringen, desto besser können wir eben auch in den nächsten Bullrun starten. Also ich finde es tatsächlich sogar eher positiv. Wir sind davon ausgegangen, dass es eben nach der ETF-Zulassung so eine größere Verschnaufpause gibt. Genau das sehen wir jetzt, weshalb ich mir auch absolut überhaupt keine Kopfschmerzen über die aktuellen Marktbewegungen mache. Auch in Bezug auf den Grayscale Bitcoin Trust sehen wir jetzt einen leichten Rückgang, was den Abgabedruck angeht. Wir sehen zwar, dass auch gestern der Nettoabfluss größer war als der Zufluss, also mehr Bitcoin wurden aus den Bitcoin Spot ETFs rausgezogen und verkauft, als hinzugefügt und gekauft wurden. Insgesamt ist die Nettodifferenz gestern bei minus 80 Millionen US-Dollar gewesen. Trotzdem sehen wir ganz klar, wie auch schon in den Tagen zuvor, dass der Abgabedruck durch den Grayscale Bitcoin Trust Stück für Stück weiter nachlässt, was definitiv eher ein positives Zeichen ist. Vergleichen wir hier alle Zuflüsse und alle Abflüsse seit der Bitcoin Spot ETF Zulassung, so sehen wir immer noch eine positive Differenz von 744 Millionen US-Dollar. Ganz oben steht hier bei BlackRock mit mehr als 2 Milliarden US-Dollar, die sie jetzt in Form von Bitcoin Asset Under Management haben. Bei Fidelity sprechen wir von 1,8 Milliarden US-Dollar und bei Bitwise von fast 560 Millionen. Also die großen ETF-Herausgeber sammeln eben auch viele Bitcoin auf. Ja, der Abgabedruck vom Grayscale Bitcoin Trust ist recht hoch. Auf der anderen Seite sehen wir allerdings auch ein hohes Interesse. Und das besonders Interessante ist eben auch in diesem Zusammenhang, dass wir jetzt möglicherweise bald ein Ende des Grayscale Bitcoin Trusts Abgabedruck sehen. Zumindest ist das die Meinung von JP Morgan. Aus einem neuesten Bericht geht jetzt hervor, dass sie der Meinung sind, dass der große Ausverkauf jetzt hinter uns liegt. Sie betonen, angesichts der Tatsache, dass Grayscale Bitcoin Trust bereits 4,3 Milliarden US-Dollar ausgegeben hat, kommen wir zu dem Schluss, dass die Grayscale Bitcoin Trust Gewinnmitnahmen größtenteils bereits stattgefunden haben. Ebenfalls fügten die Analysten hinzu, dies würde bedeuten, dass der größte Teil des Abwärtsdrucks auf den Bitcoin hinter uns liegen sollte. Natürlich kann das niemand mit Gewissheit sagen. JP Morgan bzw. die Analysten von JP Morgan hatten im Vorfeld schon gesagt, dass sie von einem Abgabedruck in Höhe von ca. 3 Milliarden US-Dollar ausgehen. Das ermittelten bzw. errechneten sie unter anderem auf Grundlage des Discounts to Net Asset Value, also hierbei eben dieser Discount, über den wir in der Vergangenheit gesprochen haben, eben zwischen dem Grayscale Bitcoin Trust und dem tatsächlichen drunterliegenden Bitcoin. Sie sind der Meinung, dass dieser massive Abgabedruck jetzt zumindest großteils hinter uns liegt. Das passt auch zumindest mit der Entwicklung der letzten Tage zusammen, denn wir sehen eben, dass der Abgabedruck durch den Grayscale Bitcoin Trust nachgelassen hat. Dabei kann man natürlich jetzt darauf hinweisen, JP Morgan prognostizierte einen Abgabedruck von 3 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich sahen wir jetzt 4,3 Milliarden und JP Morgan sagt, es ist so, wie wir es zuvor angekündigt haben. Was ist denn mit den 1,3 Milliarden US-Dollar? Laut der Bank sind eben genau diese 1,3 Milliarden US-Dollar per Umschichtung dann in andere Bitcoin-ETFs geflossen. Also sie gehen von einem Netto-Abgabedruck aus dem Grayscale Bitcoin Trust von 3 Milliarden aus. 1,5 Milliarden sollen hingegen in andere Bitcoin-Spot-ETFs geflossen sein, plus den weiteren Milliarden, die eben in diese ETFs geflossen sind, aufgrund Basis des Interesses von eben Investoren, die vorher kein Engagement in den Bitcoin hatten. Also hierbei auf jeden Fall möglicherweise jetzt endlich die Trendwende, so zumindest die Analysten von JP Morgan. Die haben natürlich auch nicht die Weisheit mit einem Goldlöffel gefressen oder wie auch immer man das sagt. Trotzdem wäre es wünschenswert und wir sehen eben, dass viele andere Punkte in Bezug auf Abgabedruck bereits hinter uns gebracht wurden. Daher denke ich auf jeden Fall, dass wir schon mal gut was hinter uns gebracht haben.
Heißt jetzt natürlich nicht, dass wir unbedingt die Trendwende im Bitcoin sehen müssen und dass wir jetzt doch nicht mehr auf die Bereiche von knapp über 30.000 Dollar zurückfallen, aber auf jeden Fall schon mal gut, dass wir eben diese großen Punkte endlich aus dem Weg geschafft haben. Lass an dieser Stelle super gern ganz kurz eine Bewertung da, also gerne einen Daumen nach oben oder auch nach unten, je nachdem, ob dir das Video gefällt oder nicht. Das hilft mir und meiner Arbeit, gib mir Feedback und unterstützt so ein bisschen den Algorithmus. An dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür. Kommen wir jetzt auf deutlich bessere Nachrichten und zwar in Bezug auf den allgemeinen Markt. Hierbei sprechen wir jetzt beispielsweise mal über die gesamte Marktliquidität. Wir sehen nämlich logischerweise, dass der Bitcoin in den letzten Tagen trotz dieser ganzen negativen Nachrichten und dem massiven Abgabedruck sich immer noch relativ stabil hält. Das heißt, wir sehen trotz des Abgabedrucks auf der anderen Seite auch ein recht starkes Kaufinteresse und das signalisierte uns bereits in der Vergangenheit ja auch beispielsweise schon der Nettozufluss in Bezug auf Stablecoins. Immer wieder habe ich euch darüber auf dem Laufenden gehalten, dass der Zufluss in Bezug auf Stablecoins, vor allem in Bezug auf USDT in den vergangenen Monaten sehr, sehr hoch war, was darauf hindeutet, dass sich Investoren weiter im Markt positionieren, um eben Käufe zu tätigen. In den letzten Tagen haben wir uns stärker damit beschäftigt, dass vor allem die Wale momentan massiv nachkaufen. Dabei zeigen uns die On-Chain-Daten, dass sich die Marktteilnehmer auch aktuell weiter im Markt positionieren. Wir sehen beispielsweise, dass die Marktliquidität in Bezug auf Tether gerade am 23. Januar, also vor wenigen Tagen, wieder stark zugenommen hat. Innerhalb von 24 Stunden wurden knapp 800 Millionen US-Dollar frische USDT in den Marktumlauf gebracht. Also hier gibt es Investoren, die eben nach Liquidität im Kryptomarkt suchen, um damit gegebenenfalls Bitcoin und Co. zu kaufen. Zudem sehen wir mittlerweile, dass es sogar so scheint, als ob USDC endlich seinen Boden gefunden hat. Der weltweit zweitgrößte Stablecoin hat vor allem seit Anfang des letzten Jahres massiv an Dominanz verloren, beziehungsweise vor allem an Marktkapitalisierung. Grund war dafür damals die Krise mit den US-amerikanischen Banken. Man war sich nicht sicher, ob möglicherweise Gelder vom USDC Stablecoin genau auf diesen Banken liegen und ob Circle, der Herausgeber von USDC, an diese Gelder rankommt. Damals gab es dann einen leichten Deal in Bezug auf den USDC Stablecoin. Seitdem hat er Stück für Stück weiter an Marktkapitalisierung verloren. Jetzt in den letzten Monaten sehen wir, dass die Marktkapitalisierung erstmals wieder zurückkommt. Seit Anfang des Jahres sprechen wir von mehr als 1,23 Milliarden US-Dollar und das in 4 Wochen ist definitiv nicht wenig. Wir sehen also im Allgemeinen bessert sich das Marktumfeld. Wir sehen, die Liquidität kommt zurück. Trotz des massiven Abgabedrucks kann sich Bitcoin noch wirklich sehr, sehr gut halten und sollten wir doch nochmal wieder weitere Rücksetzer sehen, haben wir, glaube ich, mittlerweile alle unsere Kauforders gestellt, damit wir eben darauf vorbereitet sind. Trotzdem meiner Meinung nach auf jeden Fall eine sehr gesunde Bewegung, die wir aktuell gerade sehen. Sehr gesund ist auch die momentane Korrektur in Bezug auf den Solana-eigenen SOL-Coin. Dabei sehen wir, dass die Solana-Blockchain in den letzten Wochen weiteres Interesse auf sich zieht. Vor allem vor einigen Monaten war der Meme-Coin-Hype auf Solana relativ hoch, was eben auch dazu beigetragen hat, dass Solana selber mit nach oben geschossen ist. Wichtig ist allerdings natürlich gerade für solche großen Netzwerke, dass sie auch einen in Anführungsstrichen wirklichen Use Case mit sich bringen und nicht nur einfach als Pump- und Dump-Rampe für irgendwelche Meme-Coins genutzt werden. Tatsächlich zeigen jetzt neueste Blockchain-Daten, dass das Stablecoin-Transfervolumen auf Solana im aktuellen Monat, also im Januar, bereits schon jetzt mehr als 355 Milliarden US-Dollar beträgt. Ihr seht das Ganze hier in grün hinterlegt, verglichen mit beispielsweise Ethereum, Tron und auch anderen Chains. Das Solana-Interesse in Bezug auf die Stablecoins ist in den letzten Wochen und Monaten massiv angestiegen und obwohl der Januar noch nicht einmal vorbei ist, sehen wir, dass wir dort ein Volumen von 297 Milliarden US-Dollar hatten und wir es eben jetzt mit 355 Milliarden US-Dollar bereits schon geschlagen haben. Wir sehen einen starken Trendwechsel und wenn wir den aktuellen Januar 2024 mit dem Januar 2023 vergleichen, dann sehen wir einen massiven Unterschied. Vor knapp einem Jahr belief sich das Transfervolumen in Bezug auf Stablecoins auf Solana auf noch 11,56 Milliarden Dollar. Jetzt mit 355 Milliarden ist ein Anstieg von weit über 2.500%. Also definitiv richtig gut, dass hier offensichtlich auch das Netzwerk selber bzw. auch nützliche Anwendungen auf Solana weiter ansteigen. Der Marktanteil von Solana in Bezug auf Stablecoins beträgt derzeit fast 32%, was natürlich daran liegt, dass Solana extrem günstige Gebühren liefert. Wir sehen beispielsweise eben auch, dass der Netzwerkanteil von Tron relativ groß ist, weil es dort auch günstige Gebühren gibt. Ethereum ist auch relativ groß, allerdings nur, weil Ethereum im Allgemeinen natürlich eine große Chain ist. Die tatsächlichen Transaktionsgebühren und die Dauer der Transaktionen sind auf Ethereum natürlich deutlich uninteressanter und schlechter als bei Solana oder Tron. Während der Anteil von Solana derzeit knapp 32% beträgt, belief dieser
das sich übrigens vor knapp einem Jahr noch auf 1,2%. Also das ist, muss man mal ganz ehrlich sagen, wirklich eine sehr gute, fundamentale Entwicklung in Bezug auf Solana. Erst vor knapp über einer Woche, am 18. Januar, gab Paxos ja bereits bekannt, dass sie den regulierten Stablecoin USDP auf der Solana-Blockchain einführen. Das trägt natürlich auch zu einem weiteren Interesse bei und der Stablecoin-Markt ist nun mal eben einer der größten Märkte, denn es ist quasi die Grundbasis in jedem DeFi-Ökosystem. Im vergangenen Jahr sahen wir beispielsweise über alle Blockchains verteilt ein Volumen in Bezug auf Stablecoins von mehr als 1,18 Billionen US-Dollar, also mehr als 1000 Milliarden US-Dollar Transaktionsvolumen. Dadurch, dass Solana eben so schnell ist und so günstige Gebühren bietet, sind sie eben auch Anlaufstelle für verschiedene Stablecoin-Herausgeber. Auch USDC ist ja vor einigen Monaten auf Solana gelauncht worden. Ich hatte darüber berichtet. Das Ganze trägt natürlich zu einem allgemein besseren Marktumfeld von Solana bei. Wir sehen, dass das Total Value Locked mittlerweile mit 1,37 Milliarden US-Dollar den höchsten Stand seit September 2022 erreicht hatte. Natürlich sind wir noch sehr, sehr weit vom All-Time-High entfernt. Dennoch sieht man eben eine leichte Erholung. In Bezug auf das Total Value Locked möchte ich allerdings auch einmal kurz anmerken, dass man nicht nur auf das reine Total Value Locked schauen sollte, denn woraus besteht es? Es besteht eben aus dem Wert der Kryptowährungen, die vor allem im DeFi-Ökosystem gelockt sind. Das bedeutet allerdings auch, dass wenn die Kryptowährungen im DeFi-Ökosystem selber an Wert anwachsen, dass dann eben auch das Total Value Locked anwächst. Also wenn du dir jetzt beispielsweise deine Hardware-Wallet vorstellst und du hast da drei Solana drauf, dann hast du quasi einen Total Value Locked von aktuell 270 Dollar bei einem Kurswert von 90 Dollar pro Solana. Wenn Solana jetzt auf 100 Dollar ansteigt, hast du quasi einen Total Value Locked von 300 US-Dollar, was allerdings nicht bedeutet, dass jetzt dein Interesse desbezüglich größer geworden ist und das Total Value Locked angestiegen ist, weil du mehr Engagement hast oder mehr eingezahlt hast. Das Total Value Locked steigt eben auch stark an, wenn der eigene Kurstoken stark ansteigt. Und genau das sahen wir eben bei Solana. Gerade seit September sahen wir einen Anstieg von mehr als 570% in Bezug auf den Solana-eigenen SOL-Coin. Momentan befinden wir uns in einer meiner Meinung nach sehr gerechtfertigten Korrektur. Zwischenzeitlich standen wir knapp 37% unter dem lokalen Hoch von über 100 US-Dollar. Meiner Meinung nach, klar, knapp 40% Korrektur sind schon recht hart, aber nach einem Anstieg von mehr als 500% absolut gerechtfertigt. Zudem befinden wir uns eben auch momentan in einer extrem interessanten Dynamik. Das untere Kursniveau, wo Solana am besten nicht drunter brechen sollte, sind hier die 78 US-Dollar. Sollte Solana nachhaltig über die 93 US-Dollar ausbrechen, könnte der Aufwärtstrend erstmal so weitergehen. Dementsprechend auf jeden Fall sehr interessant. Ich halte euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Das heutige Video möchte ich allerdings an dieser Stelle erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Denkt daran zu bewerten und vielleicht auch zu kommentieren. Gerne kannst du diesen Kanal natürlich auch kostenfrei abonnieren, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao Freunde.